Also er zeigt das an. Druckverlustreifen vorne links, aber ich dachte, vielleicht kann ich hier irgendwas messen. Aber kann ich nicht. So, das ist auch mal nett. Wir haben irgendwie Druckverlust am linkeren Vorderreifen und wissen nicht warum. Jetzt haben wir an der Tankstelle gehalten und hoffen, dass wir hier so ein Reifendruckmessgerät finden. Und ich habe keine Ahnung, wie man das macht, aber zwei von uns schon. Ja, jetzt brauchen wir das Gerät und hoffen, dass nichts Schlimmes ist mit unserem Reifen. Schön am vorvorletzten Tag brauchen wir sowas nicht. Tanken müssen wir aber auch, machen wir auch gleich hier. Hier very important. Very wir important. 2,5 Bar Druck auf jeder Seite. Ja, nur schön, dass wir nicht wissen, wie viel wir jetzt drauf haben. Ja, hier gibt es keine Quittung, glaube ich. Yay! Picknick in the car. Mal wieder. Der schläft gerade mit dem Essen. Ja. Hast du ein Video? Ja. Schön. Das ist kein Problem. Oh. Das will ich haben. Wir sind wieder zu Hause quasi im Guesthaus und ja, dem Wind und Regen entflohen. Ist jetzt echt ungemütlich draußen, aber so ist es auf Island. Es regnet hier öfter mal. Ja, wir werden jetzt gleich was kochen. Miraculi, also wieder Nudeln heute Abend. Aber ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, das Essen ist hier sehr teuer. Und sobald wir die Möglichkeit haben zu kochen, machen wir das halt selber. Und ganz lustig, wir haben eben noch ein Pärchen wieder getroffen, was wir in Akureyri, im Hotpot in dem Hotel oder in dem Guesthouse auch, ja, kennengelernt haben. Und die haben die gleiche Tour gemacht und jetzt haben wir sie hier wieder gesehen und die sind im gleichen Guesthouse. Und jetzt sitzen wir unten zusammen und schnacken noch ein bisschen und ja, es ist immer ganz nett, sich dann jetzt mal über die Reise auszutauschen, was die gesehen haben, was wir gesehen haben, die Gemeinsamkeiten, was wir so erlebt haben. Und das ist immer ganz lustig, deswegen gehe ich jetzt auch runter und versuche beim Kochen zu helfen. Und dann wird gegessen und wir haben noch einen schönen Abend und morgen geht es dann schon nach Reykjavik, die letzte Nacht und ja, Samstag Nacht um 1 wieder nach Hause leider. Aber noch ist es nicht vorbei. Genau.